Hi, das ist No Cut Mold mit Kotti und mit einem 100 Abonnenten Special. Ihr seid wahnsinnig. Das muss ich euch mal sagen. Das ist der absolute Wahnsinn, was in letzter Zeit passiert ist, was überhaupt passiert ist. Das wollte ich jetzt so ein bisschen erzählen. Ich habe meinen Kanal im April 2023 gegründet, die ersten Videos reingesetzt. Es waren so zwei, drei pro Woche am Anfang. Und es lief sehr schleppend. Ich war etwas beunruhigt. Ist klar, jeder Anfang ist schwer. Erste Woche kein Abonnent, zweite Woche kein Abonnent. Da habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Dritte Woche ein Abonnent. Da habe ich gedacht, okay, nichts kaputt, funktioniert, dauert halt. Und dann war das am Anfang so, pro Woche, sagen wir mal, ein Abonnent, manchmal gar keiner, manchmal zwei. Es gab auch so Momente, wo es dann vielleicht drei gab pro Woche. Es lief so langsam, 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 bis ich dann irgendwie ein Jahr später, im April 24, so knapp 80 hatte. Und dann habe ich so ein Funny Short hochgeladen und das Ding ging für meine Verhältnisse durch die Decke. Ich habe 14 neue Abonnenten bekommen. Ist klar, so ein Funny Short, da kann man mit rechnen, dass auch welche wieder abspringen, weil die Leute abonnieren das, die finden das gut. Dann sehen die, aha, dieser Kanal, oh, das geht um Whisky, interessiert mich nicht, springen wieder ab. Sind auch drei abgesprungen von den 14. 11 top geblieben. Und dann sind noch drei, vier dazugekommen. Und ich habe mittlerweile 105. Ich habe auch ein bisschen gewartet, nicht direkt bei 100, weil, wie gesagt, Leute springen ab. Aber diese 105 Leute, ne? Wahnsinn, ich möchte mich bei euch wirklich in aller Form bedanken. Es ist der absolute Wahnsinn. Es hat ein gutes Jahr gedauert, bis ich mein erstes Ziel erreicht habe. Mit euch zusammen. Wir haben das Ziel erreicht. Ja, nächstes Ziel, dazu sage ich zum Schluss etwas. Erstmal seid ihr wahnsinnig, aber positiv wahnsinnig. Ich danke euch. Ihr seid wirklich die Besten. Ja, dann habe ich heute aus diesem Anlass etwas hier auf mein Sideboard hingestellt. Etwas richtig, richtig Tolles. Ich habe das gestern aufgemacht, da fehlt so ein Schlückchen und probiert. Absolut spitze. Deswegen ist es wirklich sehr passend zu so einem Special. Was haben wir da? Ich habe hier einen Campbelltown Single Malt Scotch Whisky und zwar den Springbank 10 Jahre von 2023. Also die noch aktuelle Abfüllung. Dieses Jahr kommt wieder eine neue, da kommt jedes Jahr eine. Aber das ist jetzt noch die aktuelle von 23. Ach so, hier dieses S. Ich weiß nicht, ob ihr aus eurer Kindheit noch Grisou kennt. Grisou, der kleine Feuerdrache, der Feuerwehrmann werden möchte. Geht mal, googelt mal Grisou, der kleine Feuerdrache. Und guckt euch dieses S an. Ihr werdet staunen, wie ähnlich das aussieht. Aber das nur so nebenbei. So, was haben wir da? Brennerei. Brennerei, eine Campbelltown-Brennerei, gilt als eine eigene Region. Whisky-Anbau oder Whisky, nicht Anbau, Whisky-Region. Waren früher ganz viele Brennereien ansässig. Anfang des 20. Jahrhunderts sind viele davon kaputt gegangen. Mittlerweile gibt es nur noch zwei oder drei, eher zwei. Das ist eine davon. Eine sehr kleine,
Brennerei, die sehr wenig brennt im Jahr. Es gibt riesige Brennereien, die brennen mehrere Millionen Liter im Jahr. Sie brennen bis 200.000 Liter pro Jahr. Also ganz wenig. Diese Brennerei macht alles selbst, alles von Hand. Ich glaube, die brennen genauso wie vor 100, 150 Jahren. Da wird sich nicht viel verändert haben in der Machweise. Ja, kleine Brennerei, ich glaube noch nicht mal Computer. Ne? Machen alles von Hand. Sogar, es wird, glaube ich, sogar von Hand abgefüllt. Ja. Wie man sich das vorstellen muss, weiß ich nicht, aber es wird wirklich alles, es ist alles handgemacht, alles selbst gemacht. Sehr sympathisch. Ja, und dann zum Whisky. Springbank, 10 Jahre. Campbelltown Single Malt Scotch Whisky. Nicht gefärbt, nicht gefiltert. Ja, 46 Volumenprozente. Ist ein Wetting aus zwei verschiedenen Reifungen. Entschuldigung. Einmal 60% Ex-Bourbon-Fässer und 40% Sherry. Und das Ganze, sagt man, ist zweieinhalbfach destilliert. Zweieinhalbfach, wieso? Ne? Teile davon dreifach destilliert, Teile davon zweifach destilliert. Zusammen grob zweieinhalbfach destilliert. Preis. Ja, mittlerweile haben die Shops diese Preise schon wegen der Nachfrage etwas erhöht. Als der rausgekommen ist letztes Jahr, Anfang 60, Mitte 60 Euro. Mittlerweile hat mein Local Dealer den für 75. Aber online, ich habe auf so einer Vergleichsplattform geschaut, da gehen die bei 85 Euro los. Teilweise sogar noch mit Versand, wenn man jetzt nur eine Flasche bestellt. 85 Euro im Vergleich zu vielleicht 65. Da ist er ja doch schon deutlich angestiegen. Da hat aber nicht die Brennerei mit zu tun, weil der würde ich es gönnen, aber die Shops nutzen das natürlich, ne? Dass die Nachfrage da ist, dass der Hype da ist. Springbank ist sehr beliebt. Es gibt nicht sehr viel, ne? Die brennen halt nicht viel. Und dann kommen die Preise zustande. Gut, dann werde ich mir den mal einschenken. 46%, ne? Schöne Trinkstärke, nicht zu viel. Hier natürlich Naturkorken. Plastikverschluss, klar, aber Naturkorken. Ja. Ich habe davon mal eine Probe gehabt, ein Sample. Weiß nicht, ob das von 21 oder von 22 war. Fand ich sehr lecker. Aber irgendwie kann ich den besser greifen. Na? Klar, man entwickelt sich auch. Und ich habe den probiert. Also wirklich top. Aber nicht zu viel spoilern. Nase rein, Tester sein. Ja, und da hat man als erstes Vanille und Früchte. Die Früchte sind erstmal eher so Sherry-mäßig, so wie man das von Sherry kennt, also Rosinen eher. Und wenn man die Nase länger reinhält und sich darauf einlässt, kommt, ich finde, sehr viel Schokolade, aber Vollmilchschokolade erstmal. Und dann habe ich überlegt, woran erinnert mich das? Woran erinnert mich das? Und ich saß da gestern Abend eine halbe Stunde und habe überlegt. Und jetzt weiß ich auch, was es ist. Früher, ja bestimmt, heute gibt es die bestimmt auch noch. Aber früher in meiner Kindheit, Jugend,
hatte ich eine Sache, die ich sehr geliebt habe. Es waren Schokoladenrosinen. Diese billigen Schokoladenrosinen vom Discounter, vom Supermarkt, wie auch immer. Kleine Tüte, Rosinen in Vollmilchschokolade. Genauso riecht das. Und wenn man das einmal im Kopf hat, diese Schokoladenrosinen, das ist genau das. Es ist unfassbar. Dann kommt noch irgendwann etwas Birne. Und das Ganze ist so fruchtig und die 46% sind so gut eingebunden. Man hat wirklich das Gefühl, man riecht an etwas ganz Mildem. Man hat nicht irgendwie Whisky im Kopf, sondern man hat erstmal diese Schokoladenrosinen. Rosinen mit Vollmilchschokolade wohlgemerkt. Sehr süß, sehr helle Schokolade. Da kommt irgendwann, wie gesagt, die Birne. Das ist wie so Birnensaft irgendwo dazwischen. Als wenn man wirklich Schokoladenrosinen und ein Glas Birnensaft auf dem Tisch hätte. So riecht das. Es ist wirklich nicht zu fassen. Also, ihr seht mich, ich bin begeistert. Ich bin öfter begeistert. Wenn mir ein Whisky gefällt, dann gefällt er mir. Aber das ist spitzenmäßig. Das ist wirklich spitzenmäßig. Das ist richtig herrlich. Da kommt kein Alkohol entgegen, keine Schärfe. Nur Süße, nur die Früchte, die Schokolade. Das ist unfassbar. Und so kann man wirklich dran sitzen. Man könnte jetzt eine Stunde, anderthalb hier sitzen und sich an diesem, an der Nase erfreuen. Das ist unfassbar. Aber bevor ich noch zu oft unfassbar sage, probieren wir den mal. Slanche. Wenn man den so bespeichelt im Mund, kommt natürlich Speichelfluss ohne Ende. Auf der Zunge kribbelt der etwas. Sehr angenehm. Und dann, während die Zunge so brennt, hat man hinten den Mund, den Rachen voll, nicht den Rachen, den Gaumen, voll mit wirklich dieser Rosinenfracht. Aber hier eher fast nur Rosinen und Früchte, helle Früchte auch, Birne. Aber die helle Schokolade, die hat man eher im Geschmack als dunkle Schokolade, bitter, Zartbitterschokolade. Also richtig Bitterschokolade. Sehr angenehm, sehr, sehr kräftige Schokolade mit den Rosinen. Also wirklich. Hab so überlegt. Dieses Jahr, wir haben erst Juni, aber immerhin schon Juni. Schon das halbe Jahr fast durch, bald. Und ich muss sagen, das ist der bis jetzt beste Whisky, den ich dieses Jahr probiert habe. Nicht nur auf dem Kanal, sondern allgemein, was ich zu Hause noch so stehen habe. Ich habe Samples, ich habe Proben, ich probiere öfter. Es ist wirklich mit Abstand der beste, den ich dieses Jahr bis jetzt hatte. Tatsächlich. Wie man das vom Sherry so kennt, Rosinen, dunkle Früchte, dann hat man, wie gesagt, auch helle Früchte dabei, Bitterschokolade. Wow, richtig toll. Nichts Flaches, auch nicht so ein Easy Sipper oder nicht so ein All-Day-Dram.
sondern wirklich was für einen besonderen Anlass, wie zum Beispiel heute mein 100 Abonnenten Special. Richtig toll. Kann ich empfehlen. Man könnte natürlich sagen, 10-jähriger Schnaps, 75 oder 85 Euro. Klar, natürlich hat man recht, es ist ein 10-jähriger Schnaps. 75, 85 Euro viel Geld. Es ist aber nichts, was man sich so weghaut. Das ist etwas, was man da stehen hat. Und wenn man einen schönen Tag hatte, gönnt man sich sowas. Man muss im Hinterkopf behalten, dass es eine kleine Brennerei ist. Eine von ganz wenigen, die noch überlebt haben in Campbelltown. Machen alles selbst, machen alles von Hand. Die haben es verdient zu überleben und ich finde, die haben es verdient, dass man für diesen Schnaps auch wirklich Geld da lässt. Die brauchen das Geld eher. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann kaputt gehen. Gut, jetzt haben wir einen Hype, die Leute kaufen das Zeug, die werden es schon schaffen und überleben. Aber ich denke mal, es ist nicht immer einfach für so Brennereien, die so wenig brennen, zu überleben. Da muss ich mich wirklich einsetzen, sagen, top. Wer es noch nicht probiert hat, die meisten werden es probiert haben. Wer nicht, kaufen. Ja, und dann habe ich noch eine Sache zum Schluss. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass ich jetzt zum ersten Mal ein Thumbnail vor mein Video gesetzt habe. Ich habe mir halt die Mühe gemacht, mir eine App rauszusuchen, etwas Schönes zusammenzubauen, so ein Thumbnail. Kann sein, dass es nicht jedem gefällt, nicht jedermanns Geschmack, aber mir gefällt mein Thumbnail super. Und ich habe für mein 10-Abonnenten-Special jetzt auch so einen tollen Whisky ausgesucht. Ich finde, das muss honoriert werden. Also, wer dieses Video schaut und mich noch nicht abonniert hat, abonnieren bitte. Jetzt seid ihr dran. Ja, Kommentare nicht vergessen. Kennt ihr Grisou? Habe ich ja erwähnt. Grisou und dieses S. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das war's für heute. Ich danke euch. Vielen Dank. Ciao.